So, grüße euch. Heute mal wieder einen kleinen Funko Pop hin. Star Wars 32. Poe Dameron? Ah, auf jeden Fall ein Emile Pin. Emile? Ah, da hatte ich ja schon ein paar von. Die sind eigentlich echt geil. Wie ich im anderen Video schon gesagt habe, ich wüsste nicht, wo ich den ranpinnen soll, weil er ist echt groß. Aber die sind schon, gerade wenn man so viele Funko Pop Figuren hat wie ich, sind die schon ziemlich geil. Naja, Captain Pasma. Pasma? Also den Port will ich auf keinen Fall haben. Ich denke mal, ich bin mit dem hier bin ich schon ganz gut bedient. Okay, weg damit. Und da ist unser Pin. Oh, was ist denn los hier? Ein Pin, den man auch gleichzeitig auch noch als Stand benutzen kann, so. Was ich auch ganz geil finde. Man kann ihn jetzt gerade nicht sehen. Hier habe ich den anderen, von dem mir auch mal wieder der Name nicht einfällt. Auf jeden Fall kann man ihn entweder so aufstellen oder man kann ihn direkt irgendwo dran pinnen. Wie gesagt, ich wüsste nicht, wo ich ihn. Man hat hier drei Punkte, wo ich ihn dran pinnen soll. An meine Jacke, obwohl es natürlich auch echt nett aussieht. Ah, ich muss mir damit noch was einfallen lassen. So sieht er auf jeden Fall aus. Gibt es immer mal wieder, oh, sind von 22, gibt es immer mal wieder für einen schmalen Euro. Ich glaube, ich habe jetzt bezahlt 4 oder so für den und für den 3. Ich weiß es nicht mehr. Ist einfach schon zu lange her, dass ich den bestellt habe. Ist von der Verarbeitung her, finde ich eigentlich gar nicht so scheiße gemacht. Gut, dann kann man noch den Stand rausnehmen, wenn man das möchte, glaube ich. Ich werde ihn mal drin lassen, sonst muss ich ihn da wieder reinpropeln und da habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich werde ihn jetzt erstmal irgendwo aufstellen und noch nirgendwo ranpinnen. Ja, werde euch das Ding wie immer unten drunter verlinken. Oh, mein nächstes Unboxing ist auch gleich wieder ein Pin. Ah, ich habe irgendwie so ein bisschen Gefallen daran gefunden. Ich habe jetzt, glaube ich, schon von, ich weiß nicht, wie viel Funko Pop Figuren Unboxings gemacht. Und jetzt muss auch mal irgendwas, was vielleicht, ja, ein bisschen, naja, kleiner, großartig kleiner. Upsala, sind sie jetzt auch nicht, aber das, dem kann ich wenigstens vielleicht noch irgendwie eine andere Verwendung zukommen lassen, anstatt sie einfach nur ins Regal zu stellen. Wo war ich? Ich habe es schon wieder vergessen. Wie gesagt, Link ist unten runter. Lasst mir ein Kommi da, lasst mir ein Abo da. Wäre ganz nett von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.